Wie Sky gestern Abend berichtet, ist die Zukunft von Alaba geklärt. Laut Sky wird er einen Vertrag bis 2026 bei Real Madrid unterschreiben. Offiziell hat Real Madrid es noch nicht bestätigt, aber wie gesagt, dem Vernehmen nach der ganzen Medien, die das jetzt berichtet haben, scheint dieser Deal fix zu sein. Ja, er wird nach Spanien wechseln, das war sein großer Wunsch. Es war nur die Frage Barcelona oder Real Madrid. Barca sah lange so aus, dass sie quasi ja, das Rennen machen, aber jetzt im Endeffekt wurde es Real Madrid. Dort könnte er der Nachfolger werden von Sergio Ramos. Das ist so ein bisschen die Frage, weil er auch immer ganz gerne im Mittelfeld spielen wollte. Ob er diese Rolle bei Real spielen darf, ist halt auch die Frage, solange Modric, Kroos und Co. dort noch spielen. Das wird noch ganz schön spannend werden, wo er dann dort aufgestellt wird. Ich schätze eher mal in der Viererkette hinten. Aber das werden wir noch sehen. Vielleicht wird er wirklich da der legitime Nachfolger von Sergio Ramos, mit dem er diese Vertragsverlängerung bei Real Madrid immer wieder hakt. Ob Real Madrid in der Super League spielen wird, das wage ich mittlerweile zu bezweifeln, denn die scheint vor dem Auszustehen. Immer mehr Vereine wollen sich zurückziehen. Ja, Alaba wechselt von den Bayern weg. Finde ich sehr schade, ich mochte ihn immer sehr bei den Bayern. Er hat dort, finde ich, eine hervorragende Rolle gemacht, hervorragenden Job gemacht, über so viele Jahre hinweg. Ein absolutes Urgestein bei den Bayern geworden und ja, sehr, sehr, sehr schade, dass er geht. Aber gut, Reisen soll man nicht aufhalten. Hoffen wir mal, dass er sein neues sportliches Glück bei Real Madrid findet. Ja, vielleicht gibt es ja sogar mal ein Rematch dann gegen die Bayern in der Champions League, nicht in der Super League, in der Champions League. Und dort trifft er dann mal wieder auf seine Bayern. Das ist ja auch dann eine ganz schöne Geschichte. Bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Was glaubt ihr? War es die richtige Entscheidung von Alaba? Ja oder nein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich glaube, Real Madrid hat mit ihm einen sehr guten Spieler. Gerade auch im Spielaufbau ist er überragend. Das wissen wir alle. Da sucht man genau auf diese Position solche Spieler wie ihn. Und dementsprechend, glaube ich, machen sie damit nichts falsch, ihn ablösefrei zu holen. Eure Meinung in die Kommentare. Klickt in die Mitte, wenn ihr wissen wollt, welche Vereine sich schon aus der Super League zurückgezogen haben. Dann klickt jetzt in die Mitte. Wir sind später wieder und denkt dran, hattet den Ball richtig flach.